So, wir ernten heute mal Bärlauch, um Bärlauchpesto und Bärlauchsalz herzustellen. Jetzt haben wir hier eine Stelle im Bereich Mittelfranken gefunden, wo alles voll Bärlauch ist. Von vorne bis hinten, der ganze Berg. Da ernten wir jetzt mal eine angemessene Menge und dann müssen wir in der Küche verarbeiten. Bärlauch heißt Bärlauch, weil früher sich die Bären nach dem Winterschlaf davon ernährt haben und Bärenkräfte gekriegt haben. Und Bärlauch ist auch gut für die Entgiftung. Und für alles Mögliche. Wenn ich jetzt alles aufzähle, dann dauert der Film eine Stunde, aber mache ich nicht. So viel Bärlauch. Unglaublich. Soweit das Auge reicht. Es reicht für uns auf jeden Fall. So, wir ernten jetzt den Bärlauch Blatt für Blatt. Und auch deswegen, dass keine Fremdkräuter oder Blätter dazwischen sind, die eventuell giftig sein können. Aber da muss man sich vorher genauestens informieren, bevor man Bärlauch erntet. Da gibt es auch tödliche Kräuter, die fast genauso aussehen. Es gibt zum Beispiel Herbstzeitlose, das kleine Blatt vom Aaronstab und Maiglöckchen. Da muss ich halt vorher informieren, an was die Unterschiede zu erkennen sind und dann das losziehen. So, der Ausflug ist jetzt vorbei. Jetzt kommt der erste Arbeitsschritt. Waschen. Fangen wir erstmal mit dem Salz an. Ja, Bärlauchsalz und Bärlauchpesto ist für alles gut. Es reinigt das Blut, ist antiviral, antibakteriell und so weiter. Wir haben jetzt da die Hälfte für unsere Ernte, die wir zu Salz verarbeiten wollen. Die tun wir jetzt mit dem Messer ein bisschen klein schneiden. Und dann im Hochleistungsmixer Vitamix und der Firma Keimling. Der hier mit Kakao bestäubt ist momentan, aber macht ja nichts. Die mixen wir das dann. Kostet ungefähr 1000 Euro das Ding, aber lohnt sich. Wird jeden Tag mehrfach eingesetzt. Zum Beispiel auch für Hanfmilch. Siehe anderes Video. Das reicht so von der Größe her. Jetzt müssen wir unser Milchbehälter. Da kommt der Deckel noch drauf. Und da kann man mit einem Stab oben reinstochern und das unterstützen. Mixvorgang. Wir haben jetzt unseren 5 Kilo Behälter Ursalz. Jetzt in dem Fall 7 Esslöffel Salz rein. Es gibt dann eine halbe Menge, einen halben Liter Volumen. Umso mehr Salz man rein tut, umso mehr Bärlauchsalz haben wir dann am Schluss. So, jetzt greifen wir unseren Mixer an. So, das reinzuhängen. Dazu brauchen wir jetzt den Stab. Rein. Bei niedriger Drehzahl kommt es schon ins Park rein. Das
leider keine Provisionen von den Firmen, die ich die ganze Zeit erwähne, aber ich will euch Suchen ersparen. Dass ihr nicht so lange suchen müsst, wie wir suchen mussten, bis wir irgendwas mal rausgefunden haben. Darum sage ich es gleich. Bärlauchsalz ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir sie rauskratzen mit unserem Schaber und auf diese Unterlage aufbringen, die dann in unser Rührgerät reinkommt. Das ist eine Firma Excalibur. Gibt es auch bei keimling.de zum Beispiel oder bei anderen namhaften Herstellern. Oder einfach beim Discounter, das dann nach 3 Wochen vielleicht schon kaputt ist. Aber weiß ich jetzt nicht. Wir haben uns ja gleich Bescheid gekauft. Wer billig kauft, kauft doppelt. So, die Dürregerät wird jetzt unter 40 Grad getrocknet, dass die ganze Flüssigkeit draußen ist. Und dann haben wir Bärlauchsalz. Wir können es ewig lagern. Das Ganze ja damit würzen. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Blech, das schon fertig ist, weil wir gestern das gleiche schon gemacht haben. Das ist total trocken. Das kann man jetzt ein wenig zerdröseln. Und sind alle guten Inhaltsstoffe des Bärlauchs im Salz gespeichert. Und können es auf vielfältige Art und Weise zum Würzen und Verfeinern unserer Speisen einsetzen. Das war jetzt die Geschichte mit dem Bärlauchsalz. Ich bin jetzt fertig. Jetzt machen wir das Bärlauchpesto. Machen wir am besten gleich weiter. Verwenden wir jetzt Demeter Olivenöl, direkt aus Griechenland importiert. Ein 5 Liter Kanister gibt es zu kaufen für ungefähr 90 Euro. Ist noch günstig. Aber es ist natürlich die höchste Qualität, mit die man jetzt momentan kaufen kann bei uns. Außer man wohnt zufällig in Griechenland. Jetzt schneiden wir wieder unsere anderen 50% unserer Ernte. Die klein, das gehört zu klein, sondern einfach zu klein. Dass sich der Mixer nicht so hart tut. Wie vorhin oben rein im Behälter. Ich gebe jetzt so einen gestrichenen Teelöffel Ursalz von Andesegen dazu. Das reicht aus, sonst wird es zu salzig. So, jetzt tun wir unser Öl rein. Nach Gefühl. Soll nicht zu ölig sein, aber ja, muss man ein bisschen probieren. Man könnte jetzt da noch Pinienkerne rein tun, oder haben wir jetzt gerade keine, oder Parmesan zum Beispiel. Da haben wir eine. Also man könnte Parmesan reinreiben, aber wir lassen das so. Weil uns das so besser schmeckt. Schmeißen wir unseren Mixer wieder an. Soweit fertig. Man braucht jetzt gar nicht noch kleine Häckseln. Also ist ganz gut, wenn ein paar größere Stückchen Bärlauch auch noch mit drin sind. Und das kann man sich dann über die Nudeln machen.
natürlich so schwierig zu kaufen, ne, in der Qualität. Jetzt tun wir ein schönes Glas rein. Es hält sich auch eine gewisse Zeit. Also es hält sich schon eine längere Zeit. Es muss halt immer oben mit Öl bedeckt sein, wenn man es entnommen hat. Und dann muss es Monate halten. Ja, genau. So, perfekt. Jetzt können wir es noch beschriften. Aber wir merken uns jetzt einfach. So, das ist unser Öl von gestern. Da sieht man ganz deutlich, wie sich das dunkel verfärbt hat. Das heißt, die Farbstoffe vom Bärlauch sind ins Öl reingezogen. Also das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man es eine Zeit lang durchziehen lässt. Mit Geschmack und so. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Ciao. Jetzt haben wir noch eine kleine Zugabe. Wir haben hier Blüten gesammelt vom Bärlauch. Und die wollen wir jetzt milchsauer vergären. So sieht es aus. Wir tun zu dem Zweck in ein kleines Glas rein. Nehmen wir den Wasserkocher, machen Wasser ein bisschen warm. Lösen ein bisschen Salz drin auf, dass wir Salzwasser haben, eine 7%ige Lösung. Das tun wir dann da rein und dann fermentiert es mit der Zeit und haben wir ein noch gesünderes Produkt. Dann muss man ja 120 werden eigentlich. Jetzt ein halber Teelöffel Ursalz. Himalaya Ursalz. Viertel bloß, Entschuldigung. Das war jetzt ein Viertel Teelöffel Salz. Dann geben wir dann ein bisschen Wasser dazu, das halt für das kleine Glas gereicht. So. Zack. Ein bisschen einrühren, dass es auflöst. Und dann wieder ein bisschen abkühlen, dass wir unter 40 Grad kommen, dass die wertvollen Inhaltsstoffe unseren Bärlauchblüten kaputt gehen. Und unser Wasserkocher, der kann ja 45 Grad heizen. Also von dem her noch gar nicht so lange warten. Weiß ich allerdings nicht, für welche Firma der ist. Also, wir geben jetzt unser Wasser an, Salzwasser einfach da rein. Es rand voll. So, die sacken schon wieder ab in der Zeit, ne? Dass sie vollgesaugt haben. Dann reindrücken. Dann bei Raumtemperatur stehen lassen, 7 Tage. Und dann hat die Fermentation bereits begonnen. Und dann kann man es in einen kühlen Keller stellen und ein halbes Jahr aufheben. Wenn man es vorher schon verspeist hat. So, jetzt haben wir das ganze Bärlauch Salz getrocknet. Kleiner Nachtrag noch, wir haben hier noch so einen Personal Blender, heißt das Gerät, so Gebrauch gekauft. Und damit kann man es jetzt, das sind so Klumpen jetzt momentan, da kann man es noch kleiner machen. Man könnte auch ganz einfach einen Stößel nehmen, aber mit dem Gerät geht es noch ein schöner. So da einhaken. So, jetzt haben wir es schön zerstäubt. Unser Salz ist fertig. Jetzt können wir es lagern. Also ich glaube, das reicht das ganze Jahr jetzt.